CDU-CSU-Fraktion. Bitte schön. Bis nachher, ich löse dich dann wieder. Ja, sehr verehrte Frau Präsidentin Scheiden und sehr verehrter Präsident, gleich zweier, die Ehre hat man nicht immer. Liebe Kolleginnen und Kollegen, heute befassen wir uns, wie schon in der letzten Legislaturperiode, mit dem Antrag der Linksfraktion zu dem Thema Kindergarten und Schulverpflegung. Sie entschuldigen bitte, dass ich Kindergarten sage. Ich komme aus dem Stammland Fröbels und halte das für eine richtige Bezeichnung. Der Antrag, den wir hier vorliegen haben, ist fast derselbe wie das letzte Mal. Wenig ausgewechselt, keine neuen Zahlen, keine neuen rechtlichen Geschichten. Ich will mal kurz zusammenfassen, was hier gefordert wird. Hier wird gefordert kostenloses Essen in Kindergärten und Schulen mit regionalen und saisonalen Öko-Lebensmitteln unter bundesweiten einheitlichen Standards, die streng kontrolliert werden, ebenso wie die Einhaltung arbeitsrechtlicher, tariflicher und sonstiger Bedingungen der Beschäftigten. Und der Bund bezahlt's. Man könnte ja meinen, das klingt nicht schlecht. Doch beim genauen Hinsehen wird deutlich, hier werden Dinge gefordert, die überzogen, unpraktikabel, teuer und gegenüber Bürgerinnen und Bürgern entmündigend sind und überdies nicht mit geltendem Verfassungsrecht vereinbar ist. Wir sind der Gesetzgeber, Frau Staufe. Bevor ich das weiter ausführe, will ich eins klarstellen. Sicherlich wollen wir alle, dass Kinder und Jugendliche sich gesund ernähren und unter bestmöglichsten Bedingungen aufwachsen. Wir alle wollen eine gerechte Welt, die für alle Menschen lebenswert ist. Doch teilweise unterscheiden wir uns in Bezug darauf, was wir konkret darunter verstehen. Und noch mehr unterscheiden wir uns dahingehend, wie wir unsere Ziele erreichen wollen. Die einen halten es immer und überall für die beste Lösung, einen Teil der Bevölkerung Geld wegzunehmen, um es dann mit der Gießkanne wieder auszuschütten. Nach dem Motto, viel hilft viel. Wir von der Union stehen jedoch nicht nur für Vernunft und Augenmaß, sondern auch für Mündigkeit und Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger. Deshalb sehen wir den Antrag äußerst kritisch. Doch nun komme ich zu einigen Punkten des Antrags im Einzelnen. Extrem befremdlich ist für mich die Passage. Der Bund muss im Rahmen seiner grundsätzlichen Fürsorgepflicht seine Verantwortung wahrnehmen. Er soll eine angemessene Verpflegung in den Einrichtungen durch geeignete Rahmenbedingungen absichern. Kein Zweifel, der Staat hat eine Fürsorgepflicht, besonders für Kinder und Jugendliche. Ob jedoch das kostenlose Essen in Kindergarten und Schule dazu zählt, zusätzlich zu den anderen vielen Sozialleistungen, kann bezweifelt werden. Ich möchte deutlich betonen, der Staat übernimmt Verantwortung, übt seine Funktion auf verschiedensten Ebenen aus. Aber nicht alles ist Sache des Bundes. Bildungspolitik, Kinderbetreuung, liegt in der Verantwortung der Länder und der Kommunen. Es ist auch nicht so, dass sich der Bund vor seiner finanziellen Verantwortung für die Kommunen drücken würde. Wenn ich vielleicht noch einmal in Erinnerung rufen darf, dass der Bund den Kommunen und den Ländern, die bereits finanziell entlastet hat und weiter entlastet. In der gesamten Legislaturperiode handelt es sich immerhin um 90 Milliarden Euro. Doch vielfach ist zu beobachten, dass die Entlastung, die für die Kommunen gedacht ist, dort nicht immer vollumfänglich ankommt. Manche Länder verwenden das Geld andersweitig oder geben es zwar weiter, aber kürzen dafür an anderer Stelle. Die Umsetzung des vorliegenden Antrags würde
vorsichtig geschätzt über 5 Milliarden im Jahr kosten. Ohne Kosten für Neu-, Ausbau, Umbau der entsprechenden Infrastruktur und dem zusätzlichen Personal. Natürlich sollte uns für die Kinder, die bekanntlich unsere Zukunft sind, nicht zu teuer sein. Aber eine direkte Finanzierung von Kindergarten und Schulverpflegung durch den Bund ist nicht möglich. Das lässt die föderalen Strukturen der Bundesrepublik Deutschland nicht zu. Die Länder wollen ihre Zuständigkeit auf diesem Gebiet bestimmt nicht abgeben. Das heißt, es würde wieder einmal darauf hinauslaufen, dass der Bund zahlt und das Geld bei den Ländern versickert, ohne dass sie nachweisen, wofür sie es ausgeben. Denn die Länder haben ja auch zusätzliche Steuereinnahmen. Das wollen wir mal nicht vergessen, auch die Kommunen. Das bestehende Kooperationsverbot hat im Übrigen auch die Sachverständigen bei der Anhörung zu diesem Antrag im vergangenen Herbst hingewiesen. Hier kam auch eine Reihe weiterer Punkte zur Sprache. Hinweisen möchte ich zum Beispiel darauf, dass einheitliche Lösungen für ganz unterschiedliche Herausforderungen nicht praktikabel sind. So gibt es deutliche Unterschiede schon allein zwischen der Verpflegung in Kindergarten und Schule, regionale Unterschiede, unterschiedliche Schulformen, infrastrukturelle Gegebenheiten sind dabei überhaupt noch nicht berücksichtigt. Auch ist die Frage, inwieweit kostenloses Schulessen überhaupt akzeptiert wäre. Aktuell werden jeden Tag in Deutschland 4 bis 5 Millionen Essen ausgegeben. Und ein nicht unbeträchtlicher Teil davon landet im Müll. Wird denn das Essen mehr wertgeschätzt, wenn es ganz und gar kostenlos ist? Oder sollen Schülerinnen und Schüler zum Aufessen gezwungen werden? Weiterhin fordert der Antrag Zubereitung der Mahlzeiten in Kitas und Schulen selbst. Dafür sind wohl kaum überall die entsprechenden baulichen Voraussetzungen gegeben. In den wenigsten Fällen wäre dies ohne großen Aufwand machbar. Es müssten noch einmal gewaltige Summen ausgegeben werden. Hierzu kommt noch, dass es in der Gastronomie bereits ohnehin einen Arbeitskräftemangel gibt. Woher sollen plötzlich tausende Küche für jede Schulküche herkommen? Wenn ich sie anständig bezahle, Frau Staub. Ja, da sind sie aber noch nicht ausgebildet. Auf der anderen Seite haben zahlreiche Schulen schon ohnehin erheblichen Investitionsstau. Und in Anbetracht feuchter Wände und maroder Toiletten ist die Schulküche wirklich das dringendste Problem, wenn ordentlicher Caterer da ist? Ähnlich verhält es sich mit der Idee, Ernährungsbildung sei verpflichtend einzuführen. Mahlzeiten sollen mit den Kindern gemeinsam zubereitet werden. Das wäre natürlich ideal. Aber was sollen die Schulen eigentlich noch alles verbindlich leisten? Zusätzlich zu den herkömmlichen Fächern, die jetzt schon in vielen Ländern nicht ordentlich abgedeckt werden, auch noch Medienkunde, Nachhaltigkeit, Inklusion, soziale Kompetenz und so weiter. Das alles ist wichtig, aber wir müssen aufpassen, dass wir die Schulen nicht noch mehr überfrachten und verpflichten mit Aufgaben. Stattdessen sollen wir Spielräume lassen für Initiative vor Ort, Eigenverantwortung fördern und mit Rat und Tat zur Seite stehen. Und hier ist der Bund bereits aktiv. Durch die Einrichtung des Nationalen Qualitätszentrums für Ernährung, wir haben die Kollegin im letzten Ausschuss hören können, in Kindergarten und Schule im Rahmen des neuen Bundeszentrums für Ernährung. Dies soll dies bereits bestehende Maßnahmen und Initiativen zum Kindergarten- und Schulessen koordinieren. Qualitätsstandards, Konzepte für Qualitätsnachweis bei den Caterern weiterentwickeln und allen Beteiligten für hochwertige Ernährung und Stellenwerte Ernährungsbildung sensibilisieren. Des Weiteren hat der Bund die Vernetzungsstellen für Kindergarten- und Schulverpflegung seit 2008 mit 7,7 Millionen gefördert und unterstützt seit einem Jahr deren Projektarbeiten jährlich mit 1 Million Euro. Aber ganz grundsätzlich gilt auch hier, die Ausstattung der Vernetzungsstellen Schulverpflegung in den Ländern ist und bleibt Ländersache.
Zum Thema Finanzielles noch eine ganz generelle Anmerkung. Natürlich sollen Familien unterstützt werden, die sich nicht leisten können, Kindergarten und Schulessen zu finanzieren. Und hier gibt es bereits gute Konzepte und Lösungen vor Ort. Aber wieso soll das Essen auch für Kinder kostenlos sein, deren Eltern sich das problemlos leisten können? Das ist für mich ein massiver Widerspruch zum Gerechtigkeitsgedanken, der immer wieder von der Linkspartei sehr strapaziert wird. Frau Kollegin Stauche, Sie denken an die Redezeit. Ich bin zu Ende. Ich höre jetzt auf. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist vermutlich meine letzte Rede, wie heute schon viele, da ich für die Wahl im 19. Bundestag nicht mehr kandidiere. Ich werde das Thema gesunde Ernährung und Kindergarten- und Schulverpflegung, wie viele weitere Themen, für die ich mich in den letzten 8 Jahren im Bundestag beschäftigt habe, zwar nicht mehr parlamentarisch bearbeiten, aber ich kann Ihnen versichern, ich werde als freier, verantwortungsbewusster und engagierter Bürger die Themen weiter in Aucher behalten und auch weiter begleiten. Vielen Dank an dieser Stelle all meinen Kollegen, die mich immer unterstützt haben, und natürlich auch an meine Mitarbeiter und sonstigen Helfern hier im Bundestag und im Ausschuss. Dankeschön. Liebe Kollegin Stauche, auch von meiner Seite aus herzlichen Dank. Wenn das Ihre letzte Rede war, danken wir Ihnen alle dafür. So, jetzt kommen wir zu der Kollegin Karin Binder, die für die Fraktion Die Linke spricht.